Hallo Leute, ich bin der Casper und ich erzähle euch eine Geschichte über eine Puppe. Ich fange mal an. Lucys Mutter war tot. Sie war erstochen am Waldesrand gefunden worden. Eines Morgens klopfte es an der Tür. Als sie öffnete, stand nur ein Paket davor. Für Lucy stand darauf. Als sie den Deckel hochschob, sah ihr eine kleine Puppe mit unschuldigem Lächeln entgegen. Lucy suchte nach einem Brief oder einem Zettel mit dem Absender, doch sie fand nichts. Weil ihr das Lächeln der Puppe nicht geheuer war, setzte sie sie am Abend unter die Treppe. In der Nacht darauf hatte Lucy einen fürchterlichen Albtraum. Die Puppe, sie sprach, ich sitze unten an der Treppe, jetzt gehe ich die Treppe hinauf, ich stehe vor deiner Tür, jetzt vor deinem Bett. Ich erwürge dich. Schweißgebadet wartete Lucy auf. Neben ihr auf dem Boden lag die Puppe und lächelte sie unschuldig an. Am nächsten Abend schloss Lucy die Puppe im Schrank unten an der Treppe ein. Doch als sie ins Bett ging, träumte sie wieder den Albtraum der vergangenen Nacht. Die Puppe, sie sprach. Ich bin unten an der Treppe im Schrank. Jetzt komme ich die Treppe hoch. Ich bin in deinem Zimmer. Jetzt nimm dein Bett. Ich ersteche dich. Wieder wartete Lucy auf und schrie so laut sie konnte. Neben mir auf dem Boden lag die Puppe. Nimm mir ein Messer. Da kam ihr Vater ins Zimmer, der sie brüllte. Doch als sie ihm die Puppe zeigen wollte, war das Messer verschwunden und die Puppe lag still und unschuldig da. Doch in der Nacht darauf passierte es wieder. Ich bin unten an der Treppe, jetzt komme ich herauf. Ich werde deinen Vater töten, so wie ich zuvor deine Mutter getötet habe. Jetzt stehe ich neben ihm, ich ersteche ihn. Lucy sprang auf. Sie musterte zu ihrem Vater, doch als sie ihn in sein Zimmer kam, lag er nicht mehr da auf dem Bett. Zumindest nicht ganz. In Teilen lag er zu Stück da. Doch da verschloss die Puppe die Tür und kein Entkommen. Sie ging auf Lucy zu und lachte bitter. Dann stach sie ihr mitten ins Herz. Keiner der Fälle konnte je aufgeklärt werden. Man musste lediglich, dass jedes Opfer zuvor ein Paket bekommen hatte, ohne Absender. Die Polizei konnte leider noch nichts aufklären. Ende. Und falls euch oder bei dir irgendwann mal ein Paket vor der Haustür steht und da kein Absender ist, dann könnt ihr euch schon was denken, was da drin ist. Vielleicht ist es die Puppe. Stellt sie nicht vor der Treppe, sondern macht gar nicht das Paket auf. Oder sonstiges. Das war's.